Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und ich habe euch hier heute ein weiteres neues Video mitgebracht. Und zwar der zweite Teil des fünften Sonne-Mond-Nacht-in-Flammen-Displays. Des fünften. Hammermäßig. Ich habe schon vier zuvor geöffnet. Vier Sonne-Mond-Nacht-in-Flammen-Displays. Und den ersten Teil habt ihr hoffentlich gerade gesehen. Wenn nicht, schaut ihn euch unbedingt an. Der ist hammermäßig. Und wie diese Serie hier heißt, es ist der Freitagsflash. Und dort werde ich euch natürlich mit genialen Puls vom Hocker reißen und flashen. Das ist der Sinn davon. Und deswegen hier diese ganzen Displays für euch. Das ist hammermäßig. Genau. Jeden Freitag bekommt ihr ein neues Display hier zu sehen. Von Sonne, Mond, Nacht in Flammen. Und jedes Display wird immer in zwei Teile geteilt. 18 Booster und 18 Booster. Da sonst das Video viel zu lang wäre. So kann man sich das wenigstens so ein bisschen einteilen oder so. Genau. So ist jedes nur so circa 20 Minuten lang. Das ist doch ganz angenehm. Genau. Und nun starten wir auch schon in den zweiten Part des fünften Displays. Den zweiten Teil. Sepa. Wummel. Ladybar, Alola Slimer, Riolu, eine Elektroenergie, Glutexo, Rizeros, Noctu, Alola Radikal ist die Reverse und Alola Vulnona die Sternkarte. Alola Vulnona, eine der etwas schöneren Sternkarten, finde ich. Ja, das geht ganz, ganz schlecht auf das Pack. So. 2, 3, 4. Wir haben Reißlaus, Mauzi, Carpador, Glibunkel, Pikachu, nice artwork, Psychoenergie, Tracy, Safcon, Porygon 2, Zapladin in Reverse und Colossant haben wir als Holo. Sehr schön. Sandburg. Eine Sandburg. Die wird euch angreifen. Am Strand. Vermutlich. So. Nächstes. Aha. Oh, aha. So. Was können wir aus diesem Ho-Oh Pack Artwork ziehen? Seper, Wommel, Leber, Alola Slimer, Riolu, Feuerenergie, passend dazu Kiave, gibt's auch als Full Art, Mailer, gibt's glaube ich auch als Full Art, Bisofunk, Gifloor ist die Reverse, sehr schön, und Elevoltec die Stern. Genau, Kiave, Mailer glaube ich auch, ja, und so, gibt's halt als Full Art. Die benötige ich auch noch alle. Falls ihr die zum Tausch habt, könnt ihr mir die gerne zum Tausch anbieten. Die benötige ich. Genau. Ich habe so einiges, was ich auf jeden Fall dagegen zum Tausch anbieten kann. Das ist möglich. Iskala. Trassler. Krabox. Sneebel. Toxipit. Pflanzenenergie. Rotom Pokédex. Soda Cheetah. Electek. Psiaugon ist die Reverse und die Stern. Fran in Full Art. Hammermäßig. Sehr cool. Die habe ich ganz vergessen. Gibt es eigentlich jede Unterstützerkarte in Full Art in diesem Set? Ich glaube es mittlerweile schon. Ich dachte, es wären nur 6 Full Art Trainer. Aber ich glaube, es sind echt mehr. Hammermäßig. Fran Full Art. Ich benötige noch Kiave und Broomlay unbedingt. Die gibt es auf jeden Fall auch als Full Art. Und sonst glaube ich diese Pia. Und jetzt, wenn ich es mir recht überlege, weiß ich gar nicht, wie ist die Karte noch? Weiß ich nicht. Ob es die überhaupt als Full Art gibt? Die Mailer? Doch, die gibt es auch als Full Art. Genau.
Also, falls ihr Full-Art-Trainerkarten zum Tausch habt, ich nehme die immer gerne an. Genau. Im Tausch gegen GX-Karten oder sonstiges. Schreibt mich einfach an. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die E-Mail-Adresse, unter der ihr mich am besten erreichen könnt. Ansonsten könnt ihr mich auch per Facebook oder sonstigem erreichen. Steht auch unten in der Videobeschreibung drin. Diese ganzen Links oder Adressen. Und dann kann man einen Tausch ausmachen. Ich tausche ja ziemlich viel mit Leuten hier. Alola Slimer, Riolu, Wommel, Araqua, Togeda Maru, eine Kampfenergie, Tracy, die es meine ich auch noch als Full Art gibt, das kann doch nicht sein, so viele Full Arts, Safcon, Porygon 2, Pikachu ist die Reverse und Psiagon ist die Stern. Doch, das kommt aber hin. Ich glaube, es gibt echt 8 Full Arts, Full Art Trainerkarten. Ehrlich? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So. Hier haben wir Iskala, Trasler, Krabox, Sneeble, Toxipet, eine Feenenergie, Furnifras, Schwächenschutz, Po-U, Tracy, das ist die Reverse, und Lashoking, die Stern. Sehr cool. Und das Display gefällt mir ziemlich gut bisher. Schauen, was hier jetzt noch drin ist. Aber vermiesen kann man mir das Display eigentlich nicht mehr. Das gehört definitiv zu einem der besten. Rihorn, Sankabu, Hutut, Tangela, Araqua, eine Finsternisenergie, Pokémon, ach, Rotom, Pokédex, Sudachita, Electek, Pampuli, Lidian. So. Oh. Ja, das ging ganz kaputt. Das Pack. Toxipit. Sneeble. Alola Vulpix. Zipper, FM, Psychoenergie, Quendespray, Vigicita, Kirlia, Rotom Pokédex. Necrozma ist unsere Sternkarte. Sehr cool. Als GX. Necrozma GX. Sehr schön. Die habe ich bereits als Full Art gezogen. Ich meine, ich hatte sie auch einmal schon als normale gezogen. Als normale GX. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Sehr nice sieht die aus. Sehr schön. Genial. Super Puls bisher. Na, Pex. Benehmt euch. Ihr kommt ja alle noch dran. In diesem Video. Schwupp. Die Seite damit. Genau. Rihorn. Sankabu. Hutut. Tangela. Araqua. Pflanzenenergie. Furnifras. Schwächenschutz. Po-U. Wolverock in Reverse. Sehr schön. Und Zebraking Holo. Sehr schön. Da seht ihr eine Azumarill. Übrigens im Background. Von Zedra King. Sehr nice. Leider kommen die natürlich nicht ganz an unsere GX-Puls ran. Oder Full-Art-Puls. Trotzdem. Sehr cool. Diese Holos. 2, 3, 4. Raupi. Porygon. Karadonis. Mirapla. Glumanda. Wasserenergie. Duflor. Lunastein. Pia.
Velursi und Aranestro. Nacht in Flammen. Nächstes Pack. Hier. Und hier haben wir Pampuli, Zapladin, Mirapla, Zwielicht, Bubungus, eine Elektroenergie, fleißiges Staffelholz, Bumblebee. Das sieht auch aus, als würde es original im Game irgendwo rumfliegen. Die Gegend kennt man doch. Route so und so. Chris, Zerapendra und Azumarill mit einem sehr minimalistischen Artwork. Also, ein bisschen dezenter für Zumachungsverhältnisse. Ja. Da haben wir das Pack zerfetzt. Wir haben noch ein paar Packs vor uns. Ich denke, wir haben noch einen ganz interessanten Pull vielleicht zu erwarten. Raupi, Porygon, Karadonis, Mirapla, Glumanda, Feuerenergie, Lola, Bodybuilding, Hanteln, Seemon, Glumanda, Quatermark. So. Und in diesem Pack mit Ho-Oh vorne drauf. Was können wir daran bekommen? 1, 2, 3, 4. Grimmark. Carpador. Pampuli. Alola Radfratz. Sodomak. Eine Kampfenergie. Duflor. Lunastein. Pia. Kiave ist die Reverse. Und Raichu-Holo. Sehr schön. Als Holo ein wünschenswerter Pull für mich gewesen. Guckt euch das Artwork an. Das ist echt cool. Mit Gliebunkel im Hintergrund. Sehr schön. Raichu. So, ich glaube, wir haben noch 4 Packs, kann das sein, von diesem Display. Vegimark. Xiao, Karadonis, FM, Velursi, Stahlenergie, Mount Lanakila, Grillcheetah, Zwirklaw, Krabox und Snubbidekart. Okay. Ach nein, 4 Packs haben wir jetzt noch. Jetzt sogar noch 4. Na, ob da noch irgendwo was Gutes drin ist. Eine GX oder so. Wäre echt klasse. Grimmark. Carpador. Pampuli. Alola Radfratz. Sodomak. Finsternis Energie. Lola. Bodybuilding. Hanteln. Seemon. Puh. Knirfisch. Marshadow. Marshadow GX habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So. 2, 3, 4. Mauzi. Alola Vulpix. Reißlaus. Togedemaru. Das ist auch irgendwie ein ganz niedliches Artwork. Glibunkel. Eine Feuerenergie. Glutexo. Rizeros. Noctu. Lucario Reverse. Das ist eine coole Reverse-Sternkarte. Oh, und Zwirfinst Holo. Das nenne ich mal Überraschung. Das heißt aber auch eigentlich, dass wir keine weitere GX mehr in den letzten 2 Packs ziehen. Und eigentlich auch keine Holo, sondern nur Stern. Wir werden es aber sehen. Ich werde sie trotzdem öffnen, um die Booster hier alle gleich zu behandeln. 1, 2, 3, 4, 2. Grimmark. Glumanda, Alola Radfratz, Porygon, Sodamak,
Wasserenergie, Mount Lana Killer, Grillcheater, Zwirklop, Alola, Slimer und Radikal. Nun hier Nacht in Flammen. So. Weg mit der Codecard. Was hat das letzte Booster für uns bereit? Morzi, Alola Vulpix, Reißlaus, Togedemaru, Glibunkel, eine Finsternisenergie, Kiave, Myla, Bisofunk, Sepair, Reverse und Lamelux. Okay. Also, alles in allem, ja, so, ja, dieser Part. Aber zusammengenommen mit dem ersten Part ist das ein echt gutes Display. Wir haben hier gezogen Colossant Holo, Zedraking Holo, Raichu Holo, Zwirklop Holo, Necrozma GX und Fran Full Art. Sehr schön. Also alles in allem ganz gut, aber es wird erst richtig gut durch den ersten Teil mit der Secret Rare, die wir hier gezogen haben und den zahlreichen GX aus diesem Part. Nice. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Video und schaut auch später wieder rein, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe bei den weiteren krassen Teilen, die noch so kommen werden, bei den Displays, die auf euch warten. Und ja, seid einfach gespannt. Euer Pokémaniac wünscht euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.